Hallihallo, Hallöchen zum nächsten Horror-Let's Play. Slender the Eight Pages. Ja, ich dachte mir, nach 3 Stunden Wimmelbild aufnehmen, um 1 Uhr morgens meine Bude putzen und jetzt um 2 Uhr morgens oder sogar 2:30 schon ein Horror-Let's Play aufnehmen. Das ist doch mal eine gute Idee. Das ist doch fantastisch. Und ich dachte, ich sage mal den alten Kumpel Slandy. Hallo! So, fangen wir gleich mal an. Ich entschuldige mich, falls das Spiel so ruckelt. Ich weiß auch nicht, warum das so ruckelt. Keine Ahnung. Ja, wir laufen hier fröhlich durch den Wald, aber war das schon immer so hell? Ich kann mich gar nicht so dran erinnern, dass der Wald zu hell war. Ach, das Spiel ruckelt vor sich hin, aber naja. Naja, dann ruckelt's eben, ist mir auch egal. Dann wird es spannender, wenn das Slandy uns verfolgt. Übrigens, mit der Schiff, wenn man rennt, war das schon immer so, dass er hier unsere Figur, die hier die Taschenlampe nach unten hält? War das schon immer so? Oder haben sie das irgendwie geändert? Ich weiß nicht. Ich habe da nur einmal in meinem Leben Slenderman gespielt. Und da habe ich ohne Scheiß alle 8 Seiten gekriegt. Nicht einmal Slandy gesehen, mich umgedreht und war tot. Da stand er direkt vor mir. Das war der Schock für mein Leben. Und ich dachte mir immer, ja, der kündigt sich an, andere sehen den vorher schon. Und Grusel, Grusel, Grusel. Ja, bei mir war es ein Hosenschiss und vorbei. Was ist das hier eigentlich für ein komisches Gebäude? Ein Klohäuschen? Oder was sollte das mal werden? So ein bisschen so ängstigendes Gefühl wie bei SCP. So Gänge und man muss um die Ecke lugen und man will es gar nicht. Und verdammt, ich muss niesen. Oh, den Niesdrang unterdrücken. Unterdrücken. Man muss sagen, man muss niesen, dann muss man nämlich nicht mehr niesen. Nase juckt. Und bis jetzt Grille zirpt vor sich hin. Ein umgefallener Stuhl. Wir haben noch kein Blatt Papier gefunden. Bis jetzt ist das wirklich schön entspannend. Nicht so wie bei SCP. Bei SCP, also 087B, da steigst du rein und denkst dir gleich, scheiße, ich will wieder aufhören mit dem Spiel. Hör auf mit dem Scheiß, denkst du dir. Und hier, ja, das fängt erstmal nett an. Und den Schuhgeräuschen nachzuurteilen, würde ich sagen, wir sind ein Kerl. Das klingt so nach Männerschuhen. Ist ja klar, wir sind sowas von männlich. Absolut männlich. Ja. La la la. Und es ruckelt und ruckelt und ruckelt vor sich hin. Ah, na ja. Das ist so ein einfaches Spiel. Selbst Minecraft ruckelt bei mir nicht so wie das Spiel hier. Das ist hier wirklich ganz seltsam. Und was ich sagen wollte, willkommen beim Geradeaus-Spiel. Das Spiel besteht darin, immer geradeaus zu gehen. So. Bis jetzt haben wir immer noch keine Seite gefunden. Alles total unspektakulär. Überhaupt
nichts passiert. Wir sind hier einsam im Wald und da ist ein Container. Ja. Vielleicht ist er hinter einer Seite. Mal schauen. Ach, ich hasse es, mich umzudrehen in Horrorspielen. Oh. Leave me alone. Die erste Seite. Ich will sie nicht aufnehmen, aber wir müssen. So, und jetzt fängt es an. Das Spiel. Mit unserem Herzschlag. Ist Slenderman eigentlich mit den Creepern aus Minecraft verwandt? Ich meine, der schleicht so durch den Wald, leichtfüßig wie er ist. Die sind bestimmt miteinander verwandt. Und verdammt, ich muss schon wieder niesen. Niesen. Ich bin ein kleines Mädchen und laufe durch den Wald und laufe durch den Wald und laufe durch den Wald. Ich bin so süß und so niedlich und so unschuldig. Ich laufe durch den Wald. Slendy, Freund, Kumpel. Wo bist du? Die nächste Seite. Er verfolgt uns. Warum ist dann das Licht da immer von der Wand weg? Das ist kurios. Laufen wir mal hier lang. Bis jetzt haben wir ihn noch nicht gesehen. Seltsam. Ist das nur bei mir so, dass ich den vorher nicht sehe und einfach nur tot bin dann? Oder ist das bei euch auch so? Weil ich habe ja Videos von Slendy gesehen. Bei anderen ist das anders. Nur bei mir nicht. Ist wie bei SCP-087B. Das Spiel ist total random. Ganz zufällig, außer bei mir. So. Bestimmt steht er jetzt dahinter. Nö. Rückwärts gehen. Haha, bloß nicht umdrehen. Wer mein SCP-Video kennt, der weiß warum. Also bis jetzt? Ja, okay, der Herzschlag da, aber bis jetzt ist das ganz entspannt. Kein Slendy, kein nix, kein gar nix.